Sex nicht schneller, wenn man daran zieht. Sozusagen mein Lebensmantra. Ich bin nämlich eine, die ziemlich ungeduldig ist und die oft alles jetzt und gleich haben möchte und ziemlich ärgerlich wird, wenn das nicht so klappt. Ganz lehrreiche Worte also für mich. Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Eine afrikanische Lebensweise, die so zwar nicht in der Bibel steht, die da aber eigentlich ziemlich gut hinpassen würde. Denn auch in der Bibel wird viel erzählt von Menschen, die warten müssen. Ich denke da zum Beispiel an Noah, der in seiner Arche darauf wartet, dass die Sintflut endlich sinkt, dass er wieder an Land gehen kann. Oder ich denke an Mose, der Jahre, Jahrzehnte lang durch die Wüste gehen muss mit dem Volk der Israeliten und Israelitinnen, in der Hoffnung, endlich das gelobte Land betreten zu können. Ich denke an die vielen Frauen, die gerne Mütter sein möchten, aber auch an viele Verheißungen, von denen die Rede ist und deren Erfüllung ganz sehnsuchtsvoll erwartet wird. Weihnachten ist auch so eine sehnsuchtsvolle Erwartung. Damals hoffte man auf den Friedenskönig, der kommen sollte, um die Menschen von der Vorherrschaft der Römer zu befreien. Heute da warten wir vielleicht auf das Zusammensein mit unseren Lieben, auf Geschenke, aber auch auf dieses ganz besondere Weihnachtsfeeling, dieses Gefühl, das sich einstellt, wenn man Weihnachtslieder in der Kirche gemeinsam singt und dabei eine Kerze brennen lässt. Oder wenn alles weihnachtlich geschmückt ist und ein Festessen auf dem Tisch steht. Seelenfrieden vielleicht. Die Zeit bis zum Fest, die vertreiben wir uns dann damit, dass wir jeden Tag ein Türchen öffnen. Und da befindet sich meistens etwas dahinter, über das wir uns freuen können. Oder andere, die lassen Maria und Josef jeden Tag ein Stück weiter auf ihre Adventsspirale gehen, bis die beiden dann schließlich in der Mitte bei der Kerze angelangt sind. So fällt das Warten ein bisschen leichter und macht vielleicht sogar Spaß. Und dieser Spruch, der so auch nicht in der Bibel steht, aber der ganz viel Weisheit beinhaltet, macht dadurch vielleicht auch erst Sinn. Der Weg ist das Ziel. In diesem Jahr, da ist vieles ja anders. Da dauert alles irgendwie länger, denn wie es aussieht, werden wir höchstwahrscheinlich nicht mit all unseren Lieben unterm Baum sitzen. Wir werden vielleicht auch nicht so viel von dem Weihnachtsfeeling spüren, wenn wir nicht singen werden, vielleicht gar keinen Platz in einem Gottesdienst bekommen. Und die Geschenke, die werden bei einigen sicherlich auch kleiner ausfallen als sonst. Und trotzdem warten wir. Wir warten, dass das endlich vorbeigeht und wir diesen verdammlichen Virus loswerden. Eindämmen können wir ihn durch unsere Wartehaltung ja eigentlich schon ganz gut. Und vielleicht können wir ja gerade aus unserer christlichen Wartetradition heraus schöpfen, wenn es um die Überbrückung genau dieser schweren Zeit geht, indem wir uns ganz ähnlich wie beim Adventskalender zum Beispiel uns jeden Tag ein Stück weit besinnen oder uns etwas Gutes tun, das uns Freude bereitet. Denn Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Manchmal macht mich das wirklich nervös. Aber dann mache ich mir klar, immerhin, es wächst. Und so wächst dann auch die Hoffnung bei mir. Die Hoffnung darauf, dass alles gut wird. Die Hoffnung auf eine Zeit nach Corona. Und die Hoffnung auf Frieden auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Das steht übrigens tatsächlich in der Bibel. Das sind die Worte, Engelsworte, die zu den Hirten und Hirtinnen gesprochen wurden. Diejenigen, die eigentlich keinen Grund mehr zur Hoffnung hatten. Und die haben ihnen Mut gemacht. Und deshalb
machen sie auch mir Mut, gemeinsam mit meinem Mantra. Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.